14.000 Mitarbeiter in Spitzenzeiten, mittlerweile noch 8.500 und es sollen wieder weniger werden. Mit einer Hiobsbotschaft für seine Beschäftigten wartet Daimler Trucks & Buses am gestrigen Nachmittag auf. Eine Verlagerung des gesamten Karosserierohbaus nach Tschechien soll einen massiven Stellenabbau in Mannheim sowie Neu-Ulm zur Folge haben. Die Belegschaft agierte direkt geschlossen. Die Reaktion der Mitarbeiter war gestern Nachmittag ein eindeutiges Zeichen. Es gab Buhrufe, wenn man davon erfährt, dass ca. 1000 Arbeitsplätze hier am Standort letztendlich einem Abbauprogramm zu Lasten fallen sollen, dann können Sie sich vorstellen, dass die Leute hier nicht erfreut sind darüber. Und die Reaktion war eindeutig und wir werden als Betriebsrat und als Interessensvertretung hier am Standort diesen Rückenwind in die Verhandlungsgespräche natürlich mit aufnehmen, um für jeden Arbeitsplatz hier am Standort zu kämpfen. Ein Kampf, den man gemeinsam mit der IG Metall führen möchte. Doch wie konnte es so weit kommen? Das fragen wir uns auch, weil wir sind ja im regen Austausch mit der Unternehmensseite. Natürlich haben sie uns geschildert, dass wir in eine Kostensituation reingeschlittert sind aufgrund der Pandemie, aufgrund von Lieferengpässen. Jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, wer hat denn die Lieferengpässe mit den Verlagerungen ins Ausland produziert? Das war das deutsche Management, das viele Arbeiten ins Ausland verlagert hat. Und jetzt will man den gleichen Fehler wieder tun, dass man den kompletten Rohbau verlagern will. Und von daher, das kam für uns alles überraschend. Es gab zwar Gerüchte, aber das, was seit vorgestern auf dem Tisch liegt, ist natürlich erschreckend für uns alle. Unabhängig von der Corona-Pandemie wachse der Kostendruck. Der Wettbewerb verschärfe sich, argumentierte die Daimler Truck AG. Die jährlichen Kosten müssten bis 2030 um 100 Millionen Euro aus dem Produktionsverbund in Deutschland reduziert werden. Eine erschreckende Entwicklung für den gesamten Wirtschaftsstandort Mannheim. Eberbus ist ein sehr wichtiger Bestandteil für den Industriestandort Deutschland, aber auch für Mannheim, weil wir dort hochqualifizierte Arbeitsplätze haben. Wir haben dort Menschen, die ein sehr hohes Know-how haben und auch sehr, sehr flexibel sind. Und von daher ist Eberbus zusammen mit Daimler einer der größten Arbeitgeber bei uns hier in der Region und vor allen Dingen auch in Mannheim. Die Evobus GmbH ist das größte europäische Tochterunternehmen der Daimler Truck AG und hatte in den letzten Jahren einen enormen Einfluss beim Thema E-Mobilität. Die elektrischen Stadtbusse sind allesamt vor Ort produziert, ein Punkt, der auch zwecks aktueller Klimathematik weitreichende Folgen hätte. Aus meiner Sicht hat es mit den Klimazielen zum einen auf sich, dass der Bus an sich, wenn es ein elektrisch betriebener Bus ist, dazu beiträgt, die Klimaziele zu erreichen. Zum anderen hat es aber auch einen gewaltigen Beitrag damit zu leisten, dass das Produkt komplett hier in Mannheim hergestellt wird. Das heißt von der Rohkarosse bis hin zum fertigen Fahrzeug, bis hin zum fertigen Bus. Wenn ich mir nur vorstelle, dass die Rohkarosse morgen oder übermorgen nicht mehr in Mannheim gebaut wird, sondern in der Tschechei gefertigt werden soll, trägt es zum einen damit bei, 1000 Arbeitsplätze hier am Standort zu vernichten und zum anderen muss diese Rohkarosse dann in einer anderen Art und Weise hierher transportiert werden. Das Thema Klimaziele kann ich damit nur in Frage stellen, was ein weiterer Aspekt hier für den Standort in Mannheim ist. Als Belegschaft, als Mannschaft flexibel zu sein, flexibel ohne Ende. Wir haben das Know-how, wir haben das Wissen hier am Standort in Mannheim und wir schaffen das auch weiterhin, den Bus von der Pike auf bis zum Kunden hier in Mannheim zu produzieren und dem Kunden zu übergeben. Auch der Mannheimer Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz äußerte sich und versprach den Betroffenen die Unterstützung der Stadt Mannheim bei dieser Auseinandersetzung. In den nächsten Wochen werden viele Gespräche stattfinden. Gewerkschaft, Betriebsrat, verschiedene Landespolitiker und die Daimler Truck AG sind dabei die Protagonisten.